komisch, wenn ein Tag davor frei war. Na gut, für Fotos war gestern nicht frei. Der hatte gestern seine Tour nach Bayern. Ja, zockt er deinen Bergen. Ich atme, Ryder. Ich atme. Und ich bin wach. Das ist mein Zustand. Das sieht sehr gut. Sehr schön. Ja, wie gesagt, wenn Feiertag war, komme ich immer ein bisschen durcheinander. Ich habe es gestern geschafft, ohne dass ich bei ihm Requests annehmen muss, ihn auf 10 zu kriegen. Ja, es ist. Ja, Ryder. Aber ich hoffe, dir geht's gut. Bei mir sage ich jetzt einfach mal keinen Kommentar. Kein Kommentar. Ich habe bessere Tage, sagen wir es so. Und ich habe gestern noch ein paar Gerichte ausprobiert. Wir haben hier zum Beispiel marinierten Hering. Unter anderem. Ein bisschen was ist dazugekommen. Und, achso, und wir haben ein paar Tierchen. Und zwar haben wir jetzt den weißen Hasen. Das weiße Kaninchen. Ich mag Züge, genau. Aber klingt bei dir ja auch nicht so, Ryder, ne? Also, du gehst, du bist jetzt ja aber auch nicht so der Bringer. Hört dich da den ganzen Tag. Da, heute ich da, den ganzen Tag, heute ich da. Okay. Von denen hatte ich, glaube ich, gar nichts. Man lebt. Ja. Sehe ich ähnlich. Sehe ich ähnlich. Heute nicht da. Den ganzen Tag. Und hier, heute ich da, den ganzen Tag. Heute nicht da. Na, das passt hier. Ich habe Eis, ich bin glücklich. Ich will auch Eis. Ich will auch Eis. Gib mir Eis. Gut, also ich werde auf jeden Fall heute einige Quests annehmen. No. Eichelhörnchen. Ja, können wir. Können wir. In der Tat. Nee, meine Nacht war jetzt auch nicht so super. Ich hab schon gesagt, oder unsere Hündin ist halt läufig und wenn sie läufig ist, ist sie ein bisschen ätzend. Aber sie muss da jetzt nochmal durch. Das wird aber, glaube ich, ihr letztes Mal sein. Danach, kommt sie zum Onki-Doktor. Macht ihr nämlich alle Hunde in der Nachbarschaft verrückt, die Gute. Auf kleine Welpen haben wir keine Lust. Ich bin froh, dass sie aus dem Welpenalter raus ist. So süß wie ein Welpe ist, so anstrengend ist er auch. Nochmal will ich das nicht durchmachen. Es waren schlimme Nächte damals. Voll damals. Das ging ja noch bis vor einem halben Jahr. Nein. Nein, nicht der Inder. Nein. So. Wo haben wir denn unsere ganzen Konsorten? Wird die Welpen was zu spielen haben? Nee. Die Katzen sind auch froh, dass sie kein Welpe mehr ist. Vor allem, sie hatte ja jede Menge Beschäftigung. Riesen Garten. Dachchen, Maui. Maui hat immer Zeit für seine Fans. Aber Problem ist, sie hat halt alles angeknabbert. Selbst eine unserer Kommoden, da ist ein Stück rausgebissen. Unsere Bodenleisten, angeknabbert. Und die hat so viel Knabberspielzeug gehabt als Kind. Also hat sie auch heute noch. Nur heute hat sie nicht mehr so das Interesse. Dann nimmt sie lieber Schweine oder Hasenohren oder Rinderohren. Oder was auch immer Pärchen ihr da gibt. Aber früher, die hat echt an allem geknabbert. Meine Hosen! Vor allem meine Hosen und Socken. Wobei Socken hat sie heute noch drauf. Ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar.
Es war eine furchtbare Zeit. So fluffig und süß sie war, aber nein. Ich will das richtig zu knabbern. Ja, sie war wählerisch. Sie war echt wählerisch. Wir hatten halt so ein richtig echtes Geweih halt, ne? Da konnten sie halt so richtig gut drauf rumknabbern. Was hatten wir noch? So mehrere Taue. Da hat sie auch so öfters mal geknabbert, aber das war dann auch nicht so der Hit. Wie gesagt, dann halt diese ganzen Öhrchen. Aber die liebt sie. Die liebt sie. Da beschäftigt sie sich dann ja auch mit, beziehungsweise früher auch. Ja, dann halt so Spielknochen, also nicht keine echten Knochen, sondern halt so richtige Spielknochen. Mehrere Leckerlis und ach, was die nicht alles hatte. Der ganze Schrank ist voll. Wir haben einen ganzen Schrank nur mit ihren Sachen. So eine riesige Box. Sie hatte sogar mehrere Kuscheltiere. Ich glaube, eins hat sie sogar noch. Das lebt sogar noch. Das ist auf der Arbeit. Das ist so ein kleines, ich glaube, schwarz war es. So ein kleines schwarzes Schaf. Bei dem einen Stoff, der hat sie aber die Beine abgerissen. Das hat jetzt keine Beine mehr. Ja. Hunde. Okay. Oh, übrigens, hast du den großen Haufen Trümmer am Strand gesehen? Nope. Ich habe etwas in einem Trümmerhaufen stecken sehen. Willst du, dass ich es dir zeige? Zeig mal. Folge mir. Danke, Zwerg. Wie gesagt, ich will erstmal alle Quests annehmen. Ich habe gestern übrigens diese Hose bekommen. Gut aus. Gefällt mir. Ist eine schöne Hose. Ja, aber wie gesagt, ich bin froh, dass sie kein Welpe mehr ist. Es hat auch ewig gedauert, bis Stubenrein war. Wo die Quest nicht verstehen, ja. Ne, ich freue mich ja, wenn ihr schreibt. So ist das ja nicht. Ich rede mich nur gerne fest, aber das wisst ihr ja mittlerweile. Kennt ihr ja mittlerweile von mir. So, sind wir jetzt hier, wo er hin wollte, oder? Maui? Ich habe da jetzt aber nichts Großes gesehen. Wo ist denn hier ein Trümmerhaufen? Warum rennt ihr seid einfach auf hier weg? Maui? Wo ist da der Trümmerhaufen? Maui! Ich hab da keinen Trümmerhaufen gesehen. Falls du Hilfe brauchst, frag einfach Maui. Hallo? Der will nicht mehr mit mir reden. Oh, Jetzt. Siehst du, er versteckt in den Trümmern fest. Aha. Ich kann deine Spitzhacke stärker machen, damit du auch das hier zerbrechen kannst. Aber zuerst brauche ich einige Dinge, die ich in meinem Ozean zurückgelassen habe. Wir sind in einem Korb neben meinem Boot auf der Insel, auf der wir uns getroffen haben. Hol das zurück und bring es mir. Ja, dann können wir loslegen. Gern geschehen. Ach ja, ich habe das Kleid von gestern nicht bekommen. Ich habe gestern nicht mehr die Muße gehabt, nur 16.000 zusammenzukratzen. Das da sieht aber verdammt hässlich aus, dafür, dass es 8.000 kostet. Die Hose ist ganz Einen cool. schönen Tag noch. Uhuhu. 4.000. 19.000 für die Ohrringe. Ich bin nicht so der Hutmensch. Hallo. Wucher, aber wirklich. Seine Preise sind halt echt Wucher. Okay, das sieht mega schön aus. Die Lampe steht da ständig. Okay. 20.000! Sei gegrüßt, Nachbar. Okay. Habe ich irgendwas für dich? Nee, jetzt muss ich nicht mit. Nicht mit.
Was könnte ich denn bei ihm mittlerweile bestellen? Die sind hübsch. Okay. Ich meine, ich brauche sowieso alles. Ich weiß nicht sogar. Ist das? Schuhe. Da irgendwas bei Möbeln? Ja, ein paar neue Sachen sind dabei. Ach ja, hier, die Sachen könnte ich jetzt auch alle kaufen. Da? Nee, könnte ich verkaufen. Da? Nee, doch könnte ich kaufen. Schade, dass ich jetzt sowas nicht verkaufen kann. Das wäre ja mal ganz gut. Dann Sachen, die hätte ich jetzt nicht so unbedingt gerne. Und wo ich weg? Ah, das gehört zu Rapunzel. Naja, okay. Jo. Okay, Donald hat eine Aufgabe, Elsa hat eine, Goofy hat eine. Okay. Wenn man jetzt wüsste. Okay, die sind da. Perfekt. Ich will erstmal alles haben. Dann weiß ich, wo ich hier wie vorgehe. Hier drüben. Ratatouille brauche. Bonjour. Ich habe eine Idee oder mehr eine Erinnerung. Es scheint, als ob es in diesem Tal überall Erinnerungen gibt. Ich kann mich noch halbwegs an ein Gericht erinnern, das ich einmal zubereitet habe. Es war gefroren, süß, ein Nachtisch. Es hatte etwas Magisches. Wenn es magisch ist, weiß Merlin vielleicht davon. Ich könnte ihn fragen. Das ist eine gute Idee. Wenn ihm etwas einfällt, lass es mich wissen. Willst du mir helfen, einen Streit mit Goofy zu schlichten und zu beweisen, dass ich recht habe? Worum geht es bei dem Streit? Goofy behauptet, er habe einmal einen Wels in einem See gefangen. Ich muss die Heizung anmachen. In einem See gefangen. Aber es gibt keine Welse in Seen. Goofy weiß nicht, wovon er spricht. Goofy ist ein bisschen dusselig, aber er kennt sich mit vielen Dingen aus. Ich weiß nicht so recht. Ganz genau. Er hat keine Ahnung von Fischen. Wenn er glaubt, dass Wälse in Seen leben, jeder weiß, dass der Wälse im Meer lebt. Okay, was? Der Wälse ist im Supermarkt heimisch. Sehr lustig. Wir fahren ans Meer, um Wälse zu fangen. Du solltest besser wie ein echter Fischer aussehen. Wenn wir einen echten Wälse fangen, wird es überall nass werden. Du willst doch nicht nass werden. Hier, zieh die Watthose an. Oh, nö. Hier schweben die Teller übrigens immer noch. Das ist sehr beeindruckend. Yep, da ist Mickey, da ist Goofy. Donald hat sie nicht mehr alle.
Hi. Hier drüben! Ich habe eine Idee, wie wir Minnie definitiv wieder zurückbringen können. Kannst du mir helfen? Natürlich, was brauchst du? Danke. Laut Merlin hat Minnie Schleife genug Erinnerungen, um sie zurückzubringen. Wir müssen verhindern, dass sie wieder verschwindet. Dafür hat Merlin etwas Neues erfunden. Er nennt es Dreamlight-Verstärker. Wir können ihn selbst bauen. Wir brauchen nur die richtigen Materialien. Ein paar Teile zum Basteln, etwas Holz und ein Smaragd. Und selbstverständlich Minnie Schleife. Ich habe sie schon bei mir. Bis ganz bald! Ja, bis ganz bald. Habe ich eigentlich jetzt alle Pilze mit? Nee. Ich brauche nämlich für eine Quest die Pilze. Und den Smaragd. Es sind übrigens schon wieder mehr Kisten geworden. Es sind noch 3 Kisten dazugekommen. Ja, ich habe ein Problem. Ich weiß es. Wo ist das denn nun schon wieder? Von König der Löwen haben wir noch nichts, ne? Lilo und Stitch, Toy Story. Gut, Lilo und Stitch ist auch noch 0 von 0. Ariel haben wir auch noch nichts. Narella. River, ja. Dreamlight Valley. Gab's nicht sogar auch König der Löwen irgendwo? Da. Gut, die Schuhe hätte ich jetzt eher weniger für König der Löwen vermutet. Okay. Was brauchte ich denn? Okay. Also, falls wir Merlin sehen, wissen wir Bescheid. Haben die Sachen dafür. Oder ist er... Der ist da noch drin. Das ist dein Traum, weißt hey, die Dinge. Nun, helfen. Sie scheinen immer ein bisschen nahegeschaut zu sein, wenn du in der Nähe bist, Adaya. Ja. Sollten wir die Pilze wegkriegen. Großartig, wir haben alle Zutaten, die wir brauchen. Nun zur Verzauberung. Higidus, Pigidus, Omebus, Fen. Lästige Pflanzen, es ist Zeit zu gehen. Und die Gießkanne wurde aufgewertet. So, das sollte genügen. Teste sie an einigen der kleinen Pilze, die einen Weg in das Dorf blockieren.